Willkommen zu einem Video zur Messtechnik. Es geht um die Kraftmessung mit Piezo-Sensor. Die Grundlage für diese Messung ist der sogenannte Piezo-Effekt. Wir alle kennen Piezo-Feuerzeuge. Das sind also Feuerzeuge, die offenbar auf Druck einen Funken entwickeln. Schauen wir uns einmal das Ganze an, wie kann sowas überhaupt passieren. Und zwar, wenn wir einen Quarz hernehmen, und uns einmal den Kristallaufbau eines Quarz vorstellen, so können wir, wenn wir also in diesen Quarz hineinzoomen, können wir uns also das vorstellen, als hätten wir hier positive Ionen angeordnet in Form eines gleichseitigen Dreiecks. So. Die wären positiv und dann hätten wir negative Ionen, die ebenfalls in Form des gleichseitigen Dreiecks angeordnet sind. Und jetzt ordnen wir das Ganze so an. Das ist also ziemlich symmetrisch ist. So, schauen wir uns einmal an. So. Also minus, minus, minus. So. Und wenn wir jetzt den Schwerpunkt dieser Dreiecke hier anschauen, und wir sprechen hier von Ladungsschwerpunkten, man könnte sich also vorstellen, die Ladung hier wird in einen Schwerpunkt konzentriert, die wird hier in einen Schwerpunkt konzentriert. Und wenn wir das also hier ausführen, na, dann wird es also hier passieren, dass wir also hier in einem Drittel des Dreiecks praktisch sind, also hier praktisch einen Ladungsschwerpunkt haben. Machen wir ihn vielleicht so. Das ist also hier der Plusschwerpunkt. So. Und der Minusschwerpunkt liegt genau drüber. Das heißt also hier, machen wir mal einen Minusschwerpunkt her und die Ladungen heben sich auf. Also wir haben also den Begriff der Ladungsschwerpunkte. Also Ladungsschwerpunkte. So, und stellen wir uns also vor, dass die Kristalloberfläche hier oben ist, so, und hier unten, und dass dieser Kristall hier entspannt ist, das heißt, es gibt keine Kraft drauf. Was passiert jetzt, wenn wir auf diesen Kristall eine Kraft wirken lassen? Na, dann wird dieser Kristall entsprechend gestaucht werden. Das heißt also, diese Atome, die lagen zueinander, wenn wir das aufzeichnen, machen wir also hier eine Kraftwirkung F und hier eine Gegenwirkung F, damit das Ganze gestaucht wird. So, also irgendwo ist dieser Kristall eingespannt. Dann wird Folgendes passieren, dass sich diese Dreiecke, die wir hier gerade gehabt haben, eben verschieben. Das heißt also, die Dreiecke werden im Wesentlichen, wenn wir sie hier oben wieder als ein Minus hernehmen, werden die Dreiecke eben zusammengestaucht. So. Das ist das erste. Dann schauen wir uns das zweite Dreieck an. Das zweite Dreieck ist ebenfalls hier zusammengestaucht. So. Und wenn wir jetzt ein Drittel dieser Grundlinie ansehen und wir schauen uns einmal den Ladungsschwerpunkt vom ersten an, dann sehen wir, der Plusschwerpunkt wird jetzt hier ungefähr liegen. Plus. Und der Minusschwerpunkt, na, der hat sich hier heraus verschoben. Minus. Das heißt, die Ladungsschwerpunkte haben sich auseinander bewegt. Und das bedeutet, dass wenn wir von außen hier mit einem Voltmeter messen wollen, beziehungsweise wenn wir uns anschauen, was passiert hier mit Ladungen, dann wird so Folgendes passieren, dass sich die negativen Ladungen, wesentlich, wenn wir uns das anschauen, wird es also hier negative Ladungen geben. Wir können also hier das Ganze so anschreiben, dass hier Ladungen entstanden sind. Und gegenüber, auf der anderen Seite, so ist ein Plus entstanden. Das heißt, von außen gesehen hat es eine Ladungsverschiebung gegeben. Und diese Ladungsverschiebung selber, die wird also nicht ewig bleiben, wenn wir hier die Kraft drauflassen, dann werden die Ladungen mit der Zeit hier aufwandern und das Ganze wird sich also wieder ausgleichen und dann wird er wieder neutral sein. Das heißt, was können wir also aus dem Ganzen herleiten? Wir können also sagen, machen wir ein Ersatzschaltbild dieser Konfiguration. Ersatzschaltbild. Wir haben also offenbar Ladungserzeugung aufgrund von Kraftwirkung. Das heißt also, die Summe aller Q, die wir entsprechend verschieben, ist eine Funktion der Kraft und auch der Zeit. Nach einer gewissen Zeit ist es abgeklungen. So, schauen wir mal, wie könnte man uns das aufzeichnen? Naja, Ladungsverschieben ist also im Wesentlichen eine Stromquelle. Das heißt, wir geben also hier eine Kraft F
auf diese Stromquelle drauf, die hier drauf wirkt, und es entsteht eine Ladung Q, die sich aus dieser Stromquelle raus verbreitet. So. Diese Kapazitäten, also diese Ladungen hier, werden also im Wesentlichen, wenn wir uns vorstellen, an den Oberflächen sich sammeln, die werden sich hier also oben sammeln aufgrund des Druckes, und das ergibt eine Kondensatorstruktur. Das heißt also, wir können also hier eine Kapazität zeichnen. Das ist also die Kapazität des Sensors, CS, C-Sensor. Und mit der Zeit wird also diese Ladung sich wieder verteilen. Das heißt, wir können also hier einen Isolationswiderstand für den Sensor hinsetzen. Also das ist dann der R-Sensor. Und wenn wir also hier einen Voltmeter anhängen, zeigen wir also hier mal einen Voltmeter rein. Na, dann werden wir offenbar Spannung feststellen können, weil Ladungen in einem Kondensator baut ja Spannung auf. Und das ist eigentlich das Ersatzschaltbit des Sensors. So, wenn wir also jetzt aber weitergehen und sagen, okay, dieser Sensor muss ja irgendwie angeschlossen werden, na, dann müssen wir ein Kabel anschließen. Und wenn wir so ein Kabel anschließen, dann haben wir in Wirklichkeit das Ersatzschaltbit von Kabeln herzunehmen. Wie sieht so ein Kabel tatsächlich aus? Ein Kabel wird also einmal einen Widerstand selbst haben, dann wird es ebenfalls eine Induktivität aufweisen, und ein Kabel wird, wenn es hin und aus hin- und Rückleiter besteht, eine Kapazität aufweisen. So. Diese Werte sind also kabelspezifisch. So. Also das hier ist das Kabel. So. Das heißt also, wir haben ein R-Kabel, ein L-Kabel und ein C-Kabel. Und wenn wir uns jetzt die Ladungen hier anschauen, die der Sensor hat, dann werden sich die Kapazitäten hier zusammenspielen und werden also in Summe hier draußen wieder ein Voltmeter, wenn wir ansetzen, wird also hier ein U' entstehen, während hier ein U entsteht. Also U und U'. So. Schauen wir mal, wie wir das Ganze in eine Formel fassen können. So, das erste, was wir mal wissen müssen, ist also, die Definition einer Kapazität ist ja nichts anderes als Ladung pro Spannung. Das heißt also, wie viel Ladung wird von Spannung verschoben? Und wenn wir das jetzt hier umformen, na, dann können wir also sagen, unser U, dieses U hier oben, das wird also nichts anderes sein als die Kapazität des Sensors, C-Sens, wenn wir uns das anschauen, das ist der blanke Sensor, C-Sens mal dem Q, das hier herauskommt. Das Q ist aber abhängig von F. Das heißt also, wir haben also hier. Wie sieht es jetzt weiter aus? Ne? Wenn wir also auf U' losgehen, U' wird also nichts anderes sein als eine Parallelschaltung zwischen diesen beiden Kapazitäten, das heißt also C-Sens plus C-Kabel mal Q von F. Und damit haben wir eine Spannung in Abhängigkeit der Kraft. So, schauen wir uns vielleicht jetzt nochmal an, wie können wir diese Spannung jetzt auswerten. Ja, auswerten müssen wir das Ganze, indem wir diese Spannung über einen sogenannten Ladungsverstärker drüber lassen. Das heißt, wie schließen wir das Ganze an? Na, der Verstärker sieht also so aus. Das wird also nichts anderes tun, als das Ganze über einen Ladungsverstärker drüber lassen. Ein Ladungsverstärker, das ist ein Integrator, also ein Sammler, das heißt, der Strom, der hier herauskommt, ja, die Spannung treibt hier einen Strom, sammelt also sich hier entsprechend an, wird also hier eine Spannung abbilden. Hier hinten draußen werden wir dann unser Signal haben, U-Signal, so. Und zusätzlich können wir da oben noch einen Widerstand parallel schalten, dann hat das Ganze also nicht nur ein integrales Verhalten, sondern es wird eben ein sogenanntes T1-Verhalten haben, das heißt also, wenn also hier jetzt eine Ladung stoßartig daherkommt, wird also das hier aufintegriert und wird die Spannung darstellen. Also wir haben hier ein R und ein C, einen sogenannten Ladungsverstärker. So, passt. So, den schließen wir also am Ausgang unseres Kabels an. Das heißt, wir sehen also schon, welches Signal hier rauskommt aus diesem Sensor, ist ein Zusammenspiel zwischen Sensor, Kabel und Ladungsverstärker. Und
Damit wir ein Gefühl bekommen, welche Größenordnung sich hier abspielen, wollte ich also hier kurz einen Sensordaten nennen. Also wir haben einen Sensor, der eine Maximalkraft von 3000 Newton messen kann und der eine Empfindlichkeit hat, Empfindlichkeit von minus 4,4, schreiben wir mal runter, Picocoulomb, wir sehen, das sind sehr kleine Ladungsmengen, pro Newton. So, die Kapazität des Sensors, CS, ist 50 Picofarad. So. Und der Widerstand des Sensors, RS, ist also gleich 10 hoch 12 Ohm. Das, wir sehen also, es wird sich eine große Zeitkonstante ergeben. So, und jetzt schauen wir uns mal das Ganze jetzt hier an und probieren mal auszurechnen, welche Spannung am Sensor herauskommen wird. Naja, wir haben ja gesagt, also wenn wir hier mit 3000 Newton rauffahren, dann bekommen wir eine Gesamtladung. Also, unser Q, 3000 Newton, ist ja nichts anderes als 4,4 Picocoulomb pro Newton, wenn wir das also mal 3000 nehmen, also minus 4,4 mal 3000. Und wenn wir jetzt hier anschauen, die Newton kürzen sich weg und damit haben wir eben nur mehr Picocoulomb. So, schauen wir mal, wie viel sich da jetzt tatsächlich ergibt. Naja, 1000 Picocoulomb ist ein Nanocoulomb und 3 mal 4,4. Also wäre 3 mal 4 ist 12, ist also noch einmal 3 mal 4 ist 12, ist also 13,2 minus 13,2 Nanocoulomb. Das ist das, was wir hier entsprechend an Ladung bewegt haben. So, schauen wir uns mal an, was 13,2 Nanocoulomb an 50 Picofarad für Entspannung erzeugen würden. Also das U, das jetzt entsteht, ist also nichts anderes als, unsere Kapazität, wenn wir hier gesehen haben, ist ja Q durch U, das heißt also unser U ist nichts anderes als Q durch C, so, und damit haben wir hier unsere minus 13,2 Nanocoulomb, das heißt Nano ist 10 hoch minus 9, so, durch unsere Kapazität, wenn wir uns das hier also anschauen, sind also 50 Picofarad, das ist 50 mal 10 hoch minus 12 ja, Farad. So. Und so, das heißt also, wenn wir jetzt das Ganze hier anschauen und wir bringen das hier oben rauf, na, da sehen wir schon, hier haben wir also auf jeden Fall eine 10 hoch 3 Volt und dann haben wir noch 13,2 durch 50. Das heißt also 13,2 durch 50, schauen wir uns das einmal an, ist nichts anderes wie 1,32 durch 5. Na, wenn wir ungefähr auf 5 gehen, das wären also ungefähr 0,25, also minus 0,25 mal 10 hoch 3 Volt. Und wenn wir uns das jetzt dann nochmal 1000 nehmen, wären das also nichts anderes als 25 Volt. So, schauen wir nochmal. Mal 10, mal 100, mal 250 Volt, so. 250 Volt. Das heißt, 250 Volt würden also an den Oberflächen unseres Sensors entstehen. Wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass wir jetzt ein Kabel dazu nehmen, also Kabel, dann müssen wir wissen, was dieses Kabel für einen Kapazitätsbelag hat. Das heißt, mit einem Kabel kaufen wir zum Beispiel folgendes, das hat einen Kapazitätsbelag C' nennt sich das. Das hat 120 Picofarad pro Meter. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass wir ein Meter Kabel jetzt hier haben. Na, dann wird sich also die Kapazität von 50 auf 170 Picofarad erhöhen. Wir bekommen also ein C-Gesamt von 50 Picofarad vom Sensor. Plus 120 Picofarad von 1 Meter Kabel. Das ist also dann 170 Picofarad.
Und wir sehen jetzt, dass wir, wenn wir 170 Pikofarad haben, also circa die dreifache Kapazität haben. Das heißt also, wir bekommen nur mehr ein Drittel der Spannung. Daraus folgt, unser U' ist also ungefähr 250 durch 3, das wären also im Wesentlichen ungefähr 80 Volt. Und so beeinflussen wir über das Kabel entsprechend auch die Kapazität. So gehen wir also noch einmal das Ganze durch. Also wir wollen Kraft mit Hilfe des Piezo-Effektes und Piezo-Sensoren messen. Kraft gibt natürlich auch, dass wir dann Beschleunigungen messen können. Wir haben als Beschleunigungssensoren eingesetzt. Die Grundlage ist ein Quarzkristall und im Quarzkristall sind die einzelnen Atome als Ionen zu betrachten. Das heißt also, wir haben Plusionen und Minusionen und wenn wir jetzt Ladungsschwerpunkte bilden, die genau auf ein Drittel der Höhe liegen, dann haben wir hier eine Überlagerung von Plus und Minus nach außen, ist der Quarz neutral. Wenden wir eine Kraft auf, wir drücken also beide Seiten zusammen, stauchen diese Gitter, na, jetzt verschieben sich die Ladungsschwerpunkte, weil sich die Dreiecke verziehen. Und auf einmal liegen Plus und Minus auseinander und das ist nichts anderes als eine Repräsentation dieser Ladungsansammlung an der Oberfläche dieses Quarzes. Das heißt, hier werden sich also Elektronen auf dieser Seite hier ansammeln und wir können nach außen hin eine Spannung wahrnehmen. Die Spannung wird nicht ewig lang ansteigen, weil nämlich nach einer gewissen Zeit hier ein Ausgleichsstrom erfolgt und das Ganze, auch der gedrückte Quarz, wird dann wieder neutral werden. So, schauen wir mal das Ersatzschaltbild an von so einem Sensor. Offenbar erzeugt eine Kraft eine Ladung. Die Ladung selbst wird also auf den Platten dieses Kristalls in Spannung umgesetzt, das ist also diese Kapazität, und wird sich über einen Isolationswiderstand, diesen R-Sensor, abbauen. Das heißt, eine Dauerkraft kann mit diesem Teil nicht gemessen werden. Wenn wir jetzt noch ein Kabel dazugeben, dann haben wir noch die Kabeldaten herzunehmen. Das heißt, das ist der Kabelwiderstand, die Kabelinduktivität und die Kabelkapazität. Für uns interessant die Kabelkapazität, weil die wird sich hier dazu addieren und wird dann hier am Ausgang ein U' bilden. Wie werten wir dieses U' aus? Naja, indem wir noch einen Ladungsverstärker dazu schalten. Das ist nichts anderes als ein Operationsverstärker, der im Wesentlichen als Integrator wirkt. Das heißt, die Ladung, die hier daherkommt, wird also hier über diese Kapazität ebenfalls noch einmal entsprechend integriert. In Wirklichkeit schaltet sich das hier parallel. So, damit haben wir also wieder eine entsprechende Umsetzung. Und hier bekommen wir endgültig unser Signal heraus. Schauen wir uns ein Beispiel an. Also wir nehmen einen Sensor her mit einer Maximalkraft von 3000 Newton und einer Empfindlichkeit von minus 4,4 Picocoulomb pro Newton. Die Sensorkapazität ist 50 Picofarad, der Sensorwiderstand ist 10 hoch 12 Ohm. Jetzt schauen wir mal nach, bei 3000 Newton entsteht eine Ladung von 13,2 Nanocoulomb. Die 13,2 Nanocoulomb an den 50 Picofarad erzeugen uns 250 Volt circa. So. Sehen wir ein Kabel dran, das Kabel selbst hat eine Kapazität, damit wird die Gesamtkapazität erhöht und am Ausgang des Kabels wird also die damit sichtbare Spannung zu 80 Volt. Das kann man natürlich entsprechend noch vermindern, indem man Kapazitäten dazu schaltet. So, schauen wir uns nochmal den Vorteil an von diesem Sensorprinzip. Also es ist relativ einfach, wenn man so einen Kristall zur Verfügung hat und man kann Kraft aufbringen. Es ist für hohe Kräfte gedacht, hohe Kräfte, hohe Drücke, hohes F. So. Und naja, es ist im Wesentlichen, es ist hochdynamisch, also weil diese Verformung, sobald sich die ausbildet, natürlich auch sofort sich in Spannung abbildet. Der Nachteil dieses Sensors ist es, erstens einmal Dauerkräfte sind nicht messbar, weil durch die Last, dass sich die Ladung Dauerkräfte so. Nicht messbar. Die Ladung verteilt sich, das Signal ist dann weg. Das heißt also, wir haben also keine Dauerkraft wie beim Dehnungsmessstreifen, aber fürs andere ist es gut geeignet, das ist ein Nachteil. Und natürlich, wir müssen also ziemlich aufpassen bei Zusatzkapazitäten, das Signal, also das U-Signal, hängt also von allen Kapazitäten, C1 plus und so weiter, Cn, die parallel hängen drauf. Das heißt, man muss also sehr gut wissen, was man hier als Schaltung hineingibt. Soweit zum Piezo-Sensor, zur Kraftmessung mit dem Piezo-Effekt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.